Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Far Cry 2, Folge 39. So. Nein.
Speichern und Port. Ein Elefant ist so scheiße, ein Elefant tot. Thank you.
am Boden, aber nicht am Ende. Also ich hab da durchlaufen müssen. Ach so. Am Boden, aber nicht am Ende. Ach, ich bin jetzt in einer anderen Stadt. Ach so. Na. So, naja, und da gibt es eine andere Welt. Eine andere Partei. Eine andere Insel. Waffenstillstand, halt dich dran. La 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 la.
Melala. Ich hab langsam die Schnauze voll. Hey, bist du bereit? Okay. Deine Waffen, los, Arme hoch. Ich brauche nur noch einen, der es steuert. Max, 2 Stunden. Nein, der nicht, der redet zu viel. Ich brauche jemanden mit Verstand. Das war kein Dorf, Chief. Vergessen Sie, das Problem gelöst. Willkommen in Bobaseko. Gute Arbeit mit Gakumba. Der Mann hat's verdient. Also ich ergreife jetzt hier die Initiative. Der große Boss-Matcher Dambossa weiß nichts davon und ich will auch, dass es so bleibt. Verstehen Sie? Der Grund dafür ist folgender. In der momentanen Situation ist es durchaus wahrscheinlich, dass sich die Warlords im Süden zusammentun. In dem Fall werden Leute wie Sie und ich garantiert gefeuert oder schlimmer, erschossen und über Bord geworfen, wie verfaultes Fleisch. Und damit das nicht passiert, werde ich etwas Staub aufwirbeln. Ihr Freund, der Schakal, hat ein großes verstecktes Waffenlager auf dieser Insel, am Segolo-See. Ich weiß, wie wir mit den Waffen direkt in der Stadt einlaufen können, unter UFL-11-Lage. Tambossa wird denken, es war die Front. Und schon sind wir wieder zurück im Spiel. Ich habe einen Captain, sämtliche Schmiergelder sind bezahlt. Jetzt brauche ich nur noch einen Begleiter, der ein wenig auf die Ware aufpasst. Wie wäre es? Interessiert? Gut, machen Sie sich auf den Weg zur Insel und gehen Sie zur Fähre. Der Captain übernimmt den Rest. Bald werden wir in diesem Scheißkrieg wieder mitkämpfen, dann verschaffe ich Ihnen ein Treffen mit dem Major. Erstmal speichern und fortfahren. Nur dahin. Immer den Bus in die Mitte fahren und dann dahin. Gut. Das war's mit dem.